Welche Bedeutung hat denn Arbeit für dich? Weil es gibt viele, ja, ich sag mal, Finanzblogs oder andere Personen, die stellen die finanzielle Freiheit ja auch so ein bisschen dar im Sinne von, du wirst reich oder hast passives Einkommen und musst dann nicht mehr arbeiten. Für mich persönlich wäre das jetzt nicht wirklich ein sehr schöner Ansatz, weil ich die Arbeit doch als sehr wichtigen Bestandteil des Lebens erachte. Was ist Arbeit für dich? Es gibt, also für mich gibt es eine, also zwei Arten oder sogar drei Arten von Arbeit. Also es kann so sein, dass man eine Arbeit hat, die man komplett hasst. Das heißt, die Arbeit wird automatisch mit negativen Emotionen beflügelt, sage ich jetzt mal. Das heißt, alles, was mit Arbeit zu tun hat, dann denkt man über etwas Negatives, weil man den Job nicht gerne macht. Dann hast du so ein Mittelding, und das ist dann, okay, hey, die Arbeit, ich mache die zwar gerne, aber hätte ich die Wahl, würde ich was anderes machen. Aber ich habe die Wahl nicht, weil im anderen Bereich würde ich weniger verdienen oder halt wegen anderen Gründen. Aber es ist nicht so, dass du die Arbeit hast, sondern es ist einfach so eine so ein neutrales Ding halt. Du machst es halt, du wirst gut entlohnt zum Beispiel und du hast kein Problem damit. Es ist nicht irgendwie psychisch, dass es dich abfuckt oder so. Das heißt, es ist so eine neutrale Sache. Das heißt, es ist okay, aber wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber das und das machen. Und dann hast du halt so die dritte Kategorie, und da denke ich mal, sind die wenigsten Menschen in dieser Kategorie. Und zwar ist es so, dass dann im Prinzip du arbeitest, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil es ist so etwas, dass du eine Leidenschaft dafür verspürst oder es macht dir so viel Spaß, dass es dir gar nicht als Arbeit vorkommt. Und dir es im Prinzip dann schlussendlich auch egal wäre, ob du viel verdienst oder wenig verdienst. Hauptsache ist, dass du sozusagen, sag ich jetzt mal, Essen auf dem Tisch hast, ein Dach über dem Kopf und sozusagen einfach leben kannst, ohne dass du auf irgendwas verzichten musst, dass du hungern musst und so weiter. Und ich denke mal, diese Kategorie ist etwas, das jeder anstreben sollte. Und darum meine ich auch, nicht finanzielle Freiheit ist halt so ein cooles Keyword, aber ich finde einfach selbstbestimmter Leben oder ein selbstbestimmtes Leben viel besser, weil wenn ich ein selbstbestimmtes Leben habe, dann mache ich nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Wenn mir meine Arbeit Spaß macht, sei das jetzt vielleicht der YouTube-Channel oder der Blog, der im Moment mein Hobby ist, dann ist es natürlich ein super Benefit für mich, weil jeden Tag, in dem ich arbeite, weil ich ziehe zum Beispiel dieser Podcast jetzt rein theoretisch, das wäre ja an sich so gesehen Arbeit. Also wenn man das jetzt mal genau anschaut, aber das macht dir Spaß, es macht mir Spaß, hier als Gast zu sein, und dann ist es so wie eine Verschmelzung und es fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an, sondern eher wie ein Hobby. Es macht Spaß. Und wenn dann nebenbei natürlich noch Geld fließt aus irgendwelchen Einkommensquellen, Affiliate, eigene Produkte, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das dann zu monetarisieren, dann ist es ja perfekt, dann ist es so wie eine Synergie. Du machst etwas, das dir Spaß macht. Die Leute, die das sich anhören oder zuschauen, merken das, hey, dieser Person macht das Spaß. Okay, er verdient halt Geld damit, aber was ist das Problem? Er hat Spaß daran und er generiert Mehrwert und so weiter. Es ist so, diese drei Kategorien gibt's. Und ich denke mal, die meisten sind in der letzteren oder zwischen der letzten und der mittleren, und die wenigsten sind, sage ich jetzt mal, in dieser Spaßkategorie, weil das ist ja das, was man halt von der breiten Masse auch immer wieder hört. Ja, man muss ja arbeiten, bis man 65 ist und so weiter. Und das spiegelt dann halt auch so ein bisschen wider, wie die Einstellung zur Arbeit ist. Das heißt, man sieht relativ schnell, wenn man mit jemandem redet, ob er seine Arbeit mag, ob er sie nicht mag oder ob es ihm einfach völlig egal ist. Hauptsache ist, er kann die Rechnungen zahlen oder was auch immer, und der Job ist so, ist halt einfach der Job, den man halt machen muss. Genau. So ein bisschen meine Meinung. Das heißt aber auch, ein Angestellter kann finanziell frei Genau, werden, genau. wenn ihm sein Job so gut Genau, gefällt. Okay. also das ist meine Meinung. Und das heißt, wenn ich jetzt, das ist jetzt natürlich klar, weil ich mache ja den Blog und alles, das zeigt ja auch schon von sich aus, dass ich zwar mit meinem Job zufrieden bin, aber nicht so zufrieden, dass ich finanziell frei bin. Sonst würde ich ja diesen Blog nicht haben, diesen YouTube-Channel nicht haben und darüber sprechen, weil das ist ja schon ein Indiz dafür, dass man irgendwo dann doch noch unzufrieden ist mit dem, was man jetzt gerade macht, weil sonst würde man eben nicht über die finanzielle Freiheit schreiben. Wäre ja sonst irgendwie paradox, sage ich jetzt mal. Natürlich, wenn man die finanzielle Freiheit erreicht hat, dann ist vielleicht das Ziel, Motivation anderen zu geben, die das auch erreichen wollen und so weiter. Das heißt, ich jetzt zum Beispiel in meinem Job, ich mag meinen Job, aber es ist nicht so, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen diesem Job und einem anderen Job, der mir vielleicht mehr gefällt, würde ich wahrscheinlich den anderen bevorzugen. Aber es ist nicht so, dass ich ihn hasse. Das heißt, ich bin eher so im Mittelbereich. Mittelbereich, sage ich jetzt mal, also zwischen neutral und gefällt mir super gut, so irgendwo im mittleren Bereich. Das heißt, schon in eine bessere Richtung, sage ich jetzt mal. Aber da ist immer noch Verbesserungspotenzial da, auch mit. Also es ist ja immer so ein bisschen so. Und ich denke mir dann halt auch einfach eben das mit dem Zurück auf den Dividenden.
Weil das habe ich jetzt in letzter Zeit oft gemerkt, die, sag ich jetzt mal, die Interessen, die wechseln stetig, die entwickeln sich über 5 Jahre. In 5 Jahren gefällt mir vielleicht etwas anderes viel mehr, als was mir heute jetzt noch super cool gefällt. Und darum auch eben die Dividenden machen die Unabhängigkeit sozusagen, egal was man macht, die Dividenden sind immer noch da. Das ist unabhängig davon, ob ich jetzt Informatiker bin, als Kaufmann tätig bin oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist so ein bisschen die zusätzliche Abhängigkeit, die ich nebenbei versuche aufzubauen, natürlich.